Hallo und herzlich willkommen zurück zu Endless Space 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir werden direkt mal schauen, welche Schiffe noch zu bewegen sind. Ein Patrouillenschiff, das lassen wir aber auch genau da. Und das andere Patrouillenschiff ebenfalls. Dann gehen wir in die nächste Runde und schauen mal. Oh, was sehe ich da bei den Punkten? Jetzt mir nochmal angezeigt, das kann mir nicht gefallen. So, wir machen das jetzt erstmal. So, die Macht der Akademie hat Stufe 4 erreicht. Helden beginnen jetzt mit dieser Stufe, wenn sie rekrutiert werden. Außerdem eine neue Quest, die lebende Seuche. Unsere Wissenschaftler haben ein schwer beschädigtes Schiff unbekannten Designs beim Eintritt in dein Heimatsystem entdeckt. Das Schiff reagiert nicht auf Funkrufe und die Sensoren zeigen an, dass eine kritische Überlast die baldige Selbstzerstörung aktiviert hat. Du scannst das Schiff und findest heraus, dass es nicht nur einen Computerkern mit unbekannten Geheimnissen enthält, sondern auch Passagiere in Stasis, die mit einer unbekannten Seuche infiziert sind. Du kannst nun entweder den Kern oder die Passagiere retten, bevor das Schiff explodiert. Ja, wir retten ganz klar den Kern. Obwohl, wir schauen erstmal, was es für Vorteile gibt. Passagiere retten. Produziere im System Sol mindestens 120 Produktion und 120 Nahrung. Dann bekommen wir eine Belohnung, die uns nicht bekannt ist. Und bei Kern retten müssen wir Produktion und Wissenschaft produzieren. Ja, wir retten den Kern. Also irgendwelche Leute mit irgendeiner Seuche? Nee. Muss ja nicht sein. Außerdem hier Forschung, ne? Das gibt bestimmt was Tolles. Du musst deine Industrie- und Wissenschaftsproduktion steigern, um Spezialwerkzeuge und Maschinen zum Ausbau des Kerns herzustellen. Gut. Unerwarteter Besuch. Völlig unerwartet ist eine neue Nebenfraktion auf einer deiner Planeten gelandet, um sich dort niederzulassen. Es sieht nicht so aus, als würde sie bald weiterziehen. Das kennen wir schon. Wir haben zwei neue Bevölkerungseinheiten der Kalgaros im System Quarius. Okay. Das schauen wir uns mal kurz an. Die Juvan. Da bilden die ja hier jetzt schon die Mehrheit. Nur ein vereintes Imperium, einmal die Juvan und zwei Kalgaros. Ach, die sind. Das sind so gläubige Typen halt. Das ist. Ja, gut. Wenn der Rest United Empire ist, ist ja alles okay. Tja, müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. So, dann ist Dimitri Lenko auf Stufe 8 aufgestiegen. Der bekommt dann hier ebenfalls den Forschungsbonus. Ich habe ja gesagt, ich möchte gerne unbedingt viel Forschung haben. Wir müssen noch ganz viele Technologien erforschen. Und ich möchte auf keinen Fall hinten angeraten. Und wir haben jetzt das gehärtete Titan erforscht. Das gibt uns mehr Befehlspunkte, das heißt, wir können größere Flotten bauen und vor allem auch neue Manöver in Schlachten ausführen und einfache Zerfalltorpedos als Waffen entwickelt. Schöne Sache. Schauen wir auf den Technologiebildschirm. Verbessertes Flottenmanagement ist ja alles schön und gut. Aber ich glaube, wir schauen mal lieber hier. Defensivmodul, Waffenmodul, Strahlen, Kinetik, so Strahlenwaffen sind eigentlich das, was ich was ich gerne hätte. Gehen wir mal auf magnetisches Hyperion, was kriegen wir? Verbesserter Synclaser und verbesserter Pinchstrahl, okay. Ja, wir erforschen das einfach mal. Magnetisches Hyperion. Das ist Oda, ne? Ich verstehe. Diese Linie hier ist eine Oda-Beziehung. Das heißt, man kann entweder das oder das erforschen. Dann würde ich aber gerne nochmal genauer schauen. Fusionstorpedos oder ultradichte Geschosse. Also ich bin eher so der Strahlenwaffentyp. Und wir haben Hyperium wie Titanium in unserem Reich vorhanden. Von daher. Ich gehe jetzt hier auf das hier. Magnetisches Hyperium. Ich glaube, das ist eine gute Wahl. Hoffe ich zumindest. Eben mal kurz die Flotten durchbewegen. Da müssen wir ganz dringend uns beeilen hier mit unserem Siedlerschiff, das wir eigentlich auch mal verbessern könnten. Wir bauen ja. Was ist denn da los? Was machen die denn hier? Zivile Fraktion? Was ist denn eine zivile Fraktion? Hallo? Wo kommen die her? Außerirdische Streitmacht. Ja, wunderbar. Schaut mal.
Das ist ein mittleres Schiff, das ist total stark. Was macht das hier bei Sol? So, Siedler mal eben starten. Hallo, hallo, hallo. Ich glaube, ich spinne. So, und wir wollen ja ganz schnell nach Scorpios. Um hier... Ach, wartet mal, der Außenposten ist weg. Die haben ihren Außenposten abgebrochen, oder? Tatsache, die haben ja hier auf dem Lava-Planeten, hatten die einen Außenposten. Und ich wollte ja den Ersche-Planeten bevölkern, aber die haben das abgebrochen. Warum? Waffe... Da kommt doch irgendwie so ein Forschungsschiff wieder. Machen wir kurz hier Kampf. Ah, ein Zivilschiff, okay. Zerstört. Oder haben wir sogar Geld für bekommen. 300, nicht schlecht. So, aber was ist das hier bitte schön? Wo kommen die her? Was wollen die hier? Kann man auch nicht sehen, ne? Kann man nicht sehen. Das finde ich ganz schön unglücklich, um es mal ganz milde auszudrücken. Wir müssen bei der Forschung dringend die besseren Schiffe auch mal bauen. Da wird es, glaube ich, höchste Zeit für. So, Soidan muss was Neues bekommen. Da würde ich sagen, hier können wir durchaus noch mal ein bisschen auf Nahrung gehen. Moment, haben wir hier Luxusressourcen überhaupt? Nee, haben wir nicht. Aber es gibt ja trotzdem plus 20% Nahrung auf jeden Fall. Da machen wir die beiden mal. Da fragt man sich echt, wo die plötzlich herkommen, ne? Sachen gibt's. Und wir haben die Rissgeborenen entdeckt. Oder sie uns. Schauen wir gleich mal, wo... Alles klar, das haben unsere Sonden aufgedeckt. Ja, dann geht's ja hier ganz gut zur Sache. Dann sind das ja hier quasi unsere neuen Vorposten. Kanzler und Quarius. Ja, sehr schön. Juvanus, Zaynes, Lesart. So, Placidus benötigt neue Produktion. Was haben wir hier? Wenig Produktion. Oh, das. Brauchen dringend was für das. Dann nehmen wir das. Und das. Oh, die brauchen so lange. Hier ist die Produktion wirklich nicht hoch. Die müssten wir eigentlich auch noch ein bisschen, aber für Produktion können wir hier schon nicht mehr machen. Das ist ein Monsunplanet. Die sind generell schon nicht so super geeignet. Oh, wir haben die Akademie entdeckt. Na wunderbar. Wir haben sie entdeckt. Hier in diesem System ist sie. Sehr schön. Da. Harrow. Sieht doch toll aus. Das ist die Akademie. Die anderen Planeten sind eher uninteressant. Aber gut. Einmal die Schiffe bewegen. Hier geht's auch schon wieder ab. Was ist denn da schon wieder los? Ein Erkundungsschiff, das könnten wir eigentlich angreifen. Mache ich jetzt auch aus Prinzip. Weil die Horatio sich hier einfach so einzecken wollen in unseren Bereich des Raums. Das lassen wir uns natürlich nicht gefallen. So eine Runde noch, dann können wir Amosa bevölkern. Ich möchte unbedingt den Planeten mit der Antimaterie. Welcher ist das? Amosa 2. Gut. Den gibt's gleich in der nächsten Runde. Neue Heldenstufe. Kaxal Xixiox Druse hat neue Erfahrung gesammelt und ist Stufe 4. Ja, wunderbar. So, schauen wir kurz. Wir setzen die alle auf Planeten ein. Mehr Einfluss... Mehr Nahrung und Produktion. Ja, nehmen wir hier den Einfluss. So, neue Sonde. Könnten wir starten. Machen wir in diese Richtung. Und hier gibt es ebenfalls noch eine Sonde. Und die senden wir dann hierhin aus. Ah ja, die lebende Seuche Teil 2. Nach der Analyse des Kerns erfährst du, dass die Heimatwelt der fremden Passagiere von einem bösartigen Volk Außerirdischer angegriffen wurde, das wie eine Heuschreckenplage Planeten einnimmt, sie ihrer Ressourcen beraubt und dann weiterzieht. Außerdem beinhaltet der Kern Algorithmen zur Vorhersage ihres nächsten Ziels. Sie bewegen sich jedoch schnell und werden nicht lange an der Position ihres letzten Siegs verweilen. Wenn du dich beeilst, kannst du sie abfangen, bevor sie abreisen. Oder du kannst dich zu ihrem nächsten Ziel begeben und ihn dort auflauern.
Ich glaube, für Abfang haben wir nicht genügend... Erreiche in weniger als 10 Runden das System Corvus. Ja, das würden wir schaffen, aber wir haben im Moment nicht die Schiffe dafür. Die sind an andere Orte gebunden. Oder Falle stellen in die Umlaufbahn von Kais. Ich brauche weitere Informationen. Wo ist das System Kais? Hier. Kais oder Corvus? Boah, das ist ja dann... Dann wählen wir einfach Kais aus. Die Belohnung ist ja die gleiche. Wo, welches ist es jetzt? Jetzt muss ich kurz schauen. Meine Bevölkerung, ja, vielen Dank. So, hier. Ach, und wir haben auch die Belohnung bekommen, das habe ich ja ganz vergessen zu sagen. Nee, das war auch gar nicht angezeigt. Also wir haben in Sol Produktion und Forschung erreicht, um den Vakuumschutz zu bekommen. Gibt Hilfsmodule dafür. Werden mir jetzt nicht... Reparaturbots aus Adamantian und Re-Antimaterie-Schild. Okay. Mehr Ausrüstung für unsere Schiffe. So, was machen wir jetzt? Abfangen oder Falle stellen? Wir haben für beides 10 Runden Zeit. Dann ist es eigentlich wurscht. Die Belohnung ist in beiden Fällen das gleiche. Wir machen jetzt hier die Falle stellen in Kais. Sie sind gefährlich, daher wäre eine umsichtig geplante Falle eine weisere Entscheidung als ein direkter Angriff. Mhm. Jetzt brauchen wir Schiffe. Wir wissen ja gar nicht, was auf uns zukommt. Wir wissen es nicht. Gefällt mir nicht. Kais. Wir gehen mal kurz in den Forschungsbaum. Wir haben nämlich noch ein paar Hüllen, die wir erforschen könnten. Obwohl, Moment, wartet mal. Wir haben ja die Igesri und die Ranev-Klasse steht uns ja schon zur Verfügung. Wir haben nur noch keine Schiffe dafür. Ja, Moment, die Korvette. Die Korvette und die Eskorte, das sind die beiden schon. Das sind schon die kleinen Schiffstypen, die wir erforscht haben. Wir müssten jetzt weitergehen. Wartet mal kurz. Das ist hier. Das ist dann hier. Da gibt es die Sheridan-Klasse. Und das ist dann mittlere Schiff. Das könnten wir auch schon erforschen. Superschnelle Absorbierer. Schiffsdesign. Sheridan-Klasse. Und hier gibt es die Sophron-Klasse. Das ist ein Jäger und das ist ein... Koordinator. Ne, dann lass das mal weg. Dann nehmen wir erst den Jäger. Und hier gibt es verstärkte Rümpfe für die Klassen. Also man darf... Ich hätte das ja eigentlich eher zum Militär gepackt, aber gut. Grüne Drogen. So, Igesri oder... Jetzt muss ich nochmal eben schauen. Das ist der Angreifer. Wir haben also hauptsächlich die Igesri-Klasse im Einsatz. Dann würde ich das als zweites bauen. Also zunächst das magnetische... Nein. Erst das hier. Damit wir das mittlere Schiffsdesign bekommen. Sopron-Klasse. Dann das hier. Nein, dann das hier. Für verbesserte Igesri-Klasse-Rümpfe und dann das hier für die Waffen. Und wir müssen mehr Forschung haben. Wir müssen mehr Forschung generieren. Eindeutig. Eindeutig. So, unsere Flotten sind jetzt aber gleich da, wo sie sein sollen. Dann wird hier endlich mal was besiedelt wieder. Eine neue Nebenzivilisation entdeckt. Die Pulsos. Sehr schön. Die Pulsos... Das sind nämlich, glaube ich, auch die, wo unser Held hierher kommt. Das sind ja hier so komische Felsen, sage ich mal. Verhandlungen aufnehmen. Machen wir erstmal den ersten Kontakt und dann machen wir ein paar Loop-Leader aktiv hier. So, damit wir hier schön schnell gute Beziehungen bekommen. Plus 11 pro Runde und dann werden wir versuchen, natürlich die zu assimilieren. Neue Bevölkerung, mehr
Sachen fertig und die Preissteigerung nochmal. Das ist schon das zweite Mal. So, jetzt möchte ich gerne erstmal das Kolonieschiff hier haben. Amosa soll unser sein. Und wir haben gesagt, der Planet mit dem Antimaterium ist dieser hier, Amosa 2. Das ist nun unsere. Your offensiveness drives Horatio to anger and distraction. Hier steht jetzt wieder, vielleicht verstehen Sie jetzt, warum wir Ihnen den Krieg erklären. Das hatten wir schon in der Early Access Version. Die erklären aber jetzt gar keinen Krieg. Das ist noch keine Kriegserklärung. Ne, das habe ich beim letzten Mal falsch verstanden. Es ist alles gut noch. So, und Scorpius ebenfalls. Ah ne, da braucht es noch eine Runde. Oh, was kommt denn da? Oh, nicht gut. Jede Menge Angreiferschiffe. Die sind sehr schwach. Also das sind ganz schwache Schiffe. Ganz wenig Schaden. Aber eine sehr gute Verteidigung. Tja, was machen wir denn da jetzt? Die werden uns hier die Patrouille aus dem Orbit fegen. Wir haben hier zwei Korvetten. Eine ist fast kaputt. Die muss hier runter auf jeden Fall. Dauert zwei Runden. In Sol ist ein Siedler fertig. Das ist schön. Aber wir brauchen... Wir brauchen mehr Korvetten. Den Siedler können wir starten. Das Patrouillenschiff kann noch eine Sonde schicken. Jetzt muss ich mal schauen, in welche Richtung uns noch was fehlt. Wo ist noch eine Lücke im Aufklärungs... Da könnten wir nochmal eine mitten durchschicken. So, Siedler. Scorpius ist nächste Runde soweit. Amosa haben wir. Dann... Könnten wir hier jetzt nach Jaya fliegen? Oder wir nutzen das jetzt hier, um Xiterbia zu besiedeln. Und ich denke, das werden wir auch machen. Das dauert 6 Runden, bis wir da sind. Das ist aber in Ordnung. So. Noch eine Korvette. Korvette muss runter. Die muss hier nach Scorpius und zwar schnell. Dauert 5 Runden. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir nochmal unsere Schiffsdesigns so ein bisschen anpassen. Und ich würde mal mit der Korvette beginnen. Da haben wir inzwischen einiges, das besser wäre. Oder auch nicht. Nee, haben wir nämlich noch gar nicht. Wir haben noch nicht wirklich Besseres. Nee. Die sind schon okay so. Wir könnten die Siedler schneller machen. Das ist, denke ich, eine gute Idee. Kriegen die mal einen besseren Antrieb. Haben sogar Waffen, die sie nicht wirklich brauchen. So, gucken wir mal eben kurz nach dem Antrieb. Da gibt es den Hyperium-Antrieb, der ist schneller. Das einfache Kolonisierungsmodul, da haben wir nichts Besseres. Dann würde ich hier... Was ist das? Boden-Luft-Titan? Nee. Schilde, nein. Na, dann packen wir hier noch einmal Waffen drauf. Ja, nehmen wir den Synclaser. Besseres haben wir eh nicht. Das ist aber in Ordnung, das reicht. Wichtiger ist mir nur der Antrieb. Damit die ein bisschen schneller sind. Die Patrouillenschiffe haben wir erst kürzlich aktualisiert. Die Eskorten benutzen wir eigentlich gar nicht. Das ist ein Design, das man eigentlich auch aus meiner Sicht löschen könnte. Obwohl es sicherlich auch so seine Aufgaben erfüllt, aber halt nicht in meiner Spielweise im Moment. So, was passiert bei Scorpius? 7 Schiffe. Oh, eine neue Nebenzivilisation, die Niris, haben wir entdeckt. Im System Birius. Da werden wir auch den Erstkontakt durchführen und starten wir mal 2 Loblieder. Ja, und das ist jetzt natürlich, was ich sagte. Das ist in Scorpius, da werden sie uns jetzt wegfegen. Da können wir uns nur zurückziehen. Dann können wir wenigstens das Schiff retten.
Und auch wieder Held mit dabei. Und sie erklären uns den Krieg. We can only hope you find this declaration equally disagreeable. Ja, dann haben wir jetzt Krieg. Das vereinfacht allerdings auch die Sache ein bisschen. Hier haben wir einmal Horatio. Was ist das? Ein Erkundungsschiff. Haben wir nichts zur Verteidigung. Schade, dass diese Korvette jetzt hier mittendrin ist. Wenn wir jetzt den Krieg haben, dann hätte ich sie natürlich auch direkt hier durchschicken können. So sieht es jetzt hier für Scorpio schlecht aus. Wobei, wartet mal. Nein! Können wir noch? Können wir noch? Die haben schon gekämpft. Eigentlich, ja. Wir können noch. Sehr schön. Den müssen wir natürlich jetzt auch verteidigen, hier diesen ungastlichen Ascheplaneten. Meine Güte, was ein Wetter. Aber der gehört uns. Ja, das ist ja schon mal schön. Außenposten verloren in einer Runde. Ja, sehr schön. Den werden wir nicht behalten, weil hier diese Flotte stationiert ist. Wartet mal, was ist hier? Wir haben zwei Korvetten jetzt da. Diese braucht noch eine Runde. Wir könnten natürlich angreifen. Ich schau mal. Ach nee, das war klar, oder? Das war klar, dass das nicht gut geht. Obwohl, wir könnten es natürlich versuchen. Das sind so... da macht es jetzt einfach die Zahl, ne? Wisst ihr was? Ich versuch's. Ich versuch's. Wir gehen jetzt volles Risiko. Volles Risiko. Das werden wir verlieren, da bin ich sicher. Ja, das war klar. Okay. Also, das war klar. Wundere ich mich jetzt auch nicht drüber. Wir müssen uns sammeln. Das werden wir dann ab der nächsten Folge machen. Wir haben auf jeden Fall jetzt einiges zu tun. Ganz schön Druck bekommen durch die Horatio. Hier unsere Forschung in Waffentechnologie, größere Schiffe voranzutreiben. Und dann soll es uns hoffentlich bald gelingen, den Horatio die Stirn zu bieten. Im Moment muss ich sagen, hier das mit der Flotte hier, mit den 7 Schiffen, das ist schon eine Nummer. Ne? Sonst ziehen wir unsere Helden vielleicht ab und setzen die auch auf Schiffen ein. Das ist auch eine Möglichkeit. Würde ich aber ungern machen. Das entscheiden wir alles in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja, lass mir gerne Daumen und Kommentar da. Oder wenn du nicht magst, eben nicht. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Dein Dr. Wolfsherz. Tschüss.